So, das letzte Mal musste ich kochen. Hier, 5 Euro, du bist dran. Aber keine Süßigkeiten. Ich mag keine Süßigkeiten. Aber jeder mag Süßigkeiten. Ich nicht. Los. So, der Felix hat mir ja die 5-Euro-Challenge gegeben und jetzt muss ich da mal gucken, was ich schönes zauber. Ich habe schon eine Idee, es ist irgendwas mit Blätterteig und Gemüse und Creme fraiche. Also schauen wir mal, was wir da machen. Geil, Wiegen. Ich liebe Wiegen. Es ist wie als Kind, wenn man im Kaufmannsladen gespielt hat. Das ist super. Tja, 56 Cent. Okay, jetzt machen wir mal Kassensturz und schauen, ob ich mir noch Süßigkeiten kaufen kann. Oh, es gibt rosa Flauschsachen, aber ich habe kein Geld mehr. Das macht bei 84. Perfekt! Genau. Ich habe 4,29 ausgegeben, mit Schokolade sogar noch drunter. Ich hätte mir sogar noch mehr Schokolade holen können. Aber wollen wir mal nicht gierig sein. Und jetzt geht's zurück in die Küche und es wird gekocht. Ich habe viele Dinge eingekauft. Viele Dinge für 5 Euro. Ich bin gespannt. Ja, ich habe Blätterteig. Au! Was, Leckerteig oder Blätterteig? Beides. Ah! Creme fraiche. Wortwitz überhaupt. Creme fraiche finde ich super. Blätterteig und Creme fraiche klingt schon sehr gut. Ich mag nämlich Flammkuchen sehr gerne. Paprika. Bunte Paprika. Ja. Schafskäse. Schafskäse. Tomaten. Tomaten. Und, weil ich noch so viel Geld übrig hatte, Schokolade. Juhu! Minuspunkt. Darf ich überhaupt Punkte vergeben? Nein. Verflucht. Okay, aber was willst du daraus machen? Wir rollen den Blätterteig aus, dann nehmen wir das Creme fraiche. Also so ein bisschen wie ein Flammkuchen. Eigentlich ist es ein bisschen wie ein Flammkuchen. Geil. Das mischen wir mit Gewürzen und dann wird es hier alles ganz klein gewürfelt und drauf, Ofen, fertig, raus, du essen. Finde ich gut. Ich habe nämlich wirklich krass Hunger, ne? Man kann so viele coole Sachen mit Blätterteig machen. Ja. Oh, da habe ich hab da eine super Idee. Wir schneiden einfach den Teil, der übersteht, weg und essen den gleich. Kann man gleich essen? Also das ist wie mit Stockbrotteig. Meine Mutter sagte immer, ich soll es nicht essen, aber ich fand es Aber du machst es trotzdem, na dann hau weg. So, und jetzt ist es euch überlassen, was für Gewürze ihr da reinmacht. Ihr könnt alles da reinmachen, was ihr eigentlich gerne esst an Gewürzen. Wir nehmen natürlich die Gewürzmischung, die die liebe Feli in den letzten Videos gemacht hat. Da könnt ihr jetzt gerne hier irgendwo hinklicken. Das sieht auch aus wie Gehirn. Sieht doch aus wie Alien-Gehirn. Kennst du diesen Trick, dass man sagt, man drückt es einfach, man drückt dieses grüne Ding da einfach rein am Anfang? Oh, ich habe, glaube ich, mittlerweile schon 20 Milliarden, 1000 Tricks gesehen, wie man eine Paprika richtig schneidet. Ja. Und irgendwie finde ich alle immer ziemlich blöd. Im Endeffekt mache ich es auch immer so, dass die Vorder- und die Seite einfach rausschneide. Das geht immer am schnellsten. Sollen wir mal Paprika-Hacks machen? Top 5 Paprika schneiden? Dann gebe ich alles zum Besten, was ich habe. Ja, oder auf jeden auch, Fall. Was wir noch so finden. Vielleicht gibt es ja auch so eine absurde Art, das unter Wasser zu schneiden und dann zerfällt das direkt in die passenden Stückchen. Also wir schneiden übrigens Würfel. Wir würfeln heute alles. Ich habe meine eckige Phase gerade. Belegen wir jetzt. Wow. Das ist ein volles Gemansche. Weißt du, hättest du statt der Schokolade noch eine Zwiebel gekauft? Das wäre ja schön gewesen. Ja, ne? Das ist deine eigene Schuld. Du hast keine Zwiebel gekauft, sondern stattdessen lieber das restliche Geld für Süßigkeiten ausgegeben, obwohl ich doch sagte, keine Süßigkeiten. Aber Melissa dachte sich so, YOLO, Schokolade! Das ist ungefähr my life in a nutshell. Sieht gut aus. Ja, lass rausholen, lass raus. Ich bin vorbereitet. Mmh. Wow, so Blätterteig. Wow. Guten Appetit. Guten Appetit. Mmh. Ja, ich mag Blätterteig. Das Coole hier dran ist, das schmeckt kalt total gut. Also es ist halt echt so ein bisschen so ein Partygericht. Immer wenn ich eingeladen werde und Leute sagen, bring mal irgendwas mit zur Party und ich will nicht nur einen blöden Fertigkuchen kaufen, dann mache ich oft das und schneide es ganz klein und es ist kalt auch immer noch sehr lecker. Also schmeckt gut. Aufgabe erfüllt. Juhu. Außer die Schokolade, dafür gibt es 5 Minuspunkte. Von 500. Ja, okay. Und wenn ihr wissen wollt, warum ich die ganze Zeit was vom Punkt abziehen erzähle, da haben wir die Blackbox Challenge gemacht. Da wurde ich nämlich gechallenged mit Überraschungszutaten. Ich musste was draus machen. Ansonsten sehen wir uns alle im nächsten Video und vergesst nicht zu abonnieren. Bis dann. Tschüss.
dieses Stück bitte einfach nicht hier runter.